Willkommen zu einem neuen Video und heute reagieren wir auf den Suicide Boys Australien Neuseeland Tour Recap Vlog. Ja, der kam jetzt online auf YouTube und ich dachte mir, wir gucken uns den einfach mal zusammen an. Die Tour war ja im März, Ende März war die ja in Australien Neuseeland. Ja, sehr, sehr weit weg von uns, Deutschland, ne? War ich jetzt nicht am Start, leider. War einer von euch am Start? Schaut es gerne mal in die Kommentare, wenn ja, wäre das sehr krass. Ja, und ich hatte gedacht, wir gucken uns das einfach mal an, weil die hatten schon mal so eine Tour, also eigentlich immer. Aber der letzte war sehr krass von der USA-Tour, der war sehr cool gemacht. Ja, jetzt gucken wir uns einfach den hier mal an. Ja, let's go! Ja. Ey, das ist ja super cool gemacht. Der Beat, das ist doch auf jeden Fall ein Beat aus dem neuen Album. Das kommt ja auch schon in gut 6 Wochen raus, ne? Oh mein Gott, das wird unglaublich krass, sage ich. Krass. Und auch wer das hier animiert hat, ne? Ich weiß nicht, ob das dieser Kameramann von denen war, der Dill, wie ist der? Dill 35 oder so, so heißt er ja. Keine Ahnung, ob der das gemacht hat. Auf jeden Fall, Animation ist geisteskrank, ja. Und der Beat hört sich auch sehr cool an. Wow, der Übergang, holy shit. Boah, dieser Übergang gerade von der Animation ins, ja, ins Richtige, ins Real Life. Heftig. Motherfucker. Digga, was die für Shows spielen, ist so krank, wirklich. Wie viele Menschen da hinkommen, das ist halt so krass, ne? Wie bekannt oder ja, doch bekannt Suicide Boys eigentlich sind. Die haben jetzt gerade die 12 Millionen Hörer auf Spotify erreicht, was unglaublich viel ist. Aber es gibt natürlich Leute, die haben noch viel, viel mehr. Trotzdem spielen Suicide Boys Touren und Konzerte, die auf dem Level von Drake sind. Drake, keine Ahnung. Halt die ganz, ganz krassen, die 50, 60, 70, 80 Millionen Hörer auf Spotify haben und auch noch Millionen von Follower mehr überall haben, ne? Trotzdem haben Suicide Boys genauso viele Leute bei den Shows oder wenn nicht sogar noch mehr und nehmen noch mehr Geld ein. Das ist völlig geisteskrank, wirklich. Yes, I'm puked up, might shoot up till I puke up. My cross that I bear, drop my kids off in the hole, cause I pay well for that daycare. Knock, knock, who's there? Scarecrow with that dead stare. 200,000 and my bitch still on welfare. Oh. You did good, sir. Oh, Mad Blood, ne? Das war ein cooles Lied. Hey, James. This is our tour, guys. Where are you going? Yeah. Hey, Germ, seine Stimme ist einfach legendär. Legendär. Shake it. I got my yoga pants.
Wie entspannt, Mann. Jetzt mal ehrlich, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo das ist, aber das sieht ja einfach traumhaft schön aus da, ne? An dem Strand hier, wo die auch da auf dem Berg gerade waren, die Stadt auch, ne? Krass. Also wirklich, sieht sehr, sehr schön da aus, ne? Ob das jetzt Australien ist oder Neuseeland, weiß ich nicht. Aber es sieht wirklich super schön aus. Wow. Ja, das Bild kennt man ja schon. Guck das an! Wow! They show up, they show out, they go the fuck off. US gotta step the fuck up. And you'll get your opportunity. Aber ich muss sagen, der Song, der hier gerade läuft, den finde ich nicht so cool, tatsächlich. Ich weiß, der geht unglaublich ab von den Streamzahlen, aber ich finde den nicht so cool, muss ich sagen. Da finde ich die andere Single, die rauskam, schon viel, 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 viel krasser. Ich war ja auch bei einer Show von denen in Köln letztes Jahr im Palladium, war auch ausverkauft, ne? Da waren 4000 Leute und da habe ich mir schon so gedacht, Alter, hier sind echt viele Leute. Und wenn ich mir sowas vorstelle, wenn da so 20.000 sind, Digga, das ist ja völlig krank. Also ich war halt noch nie bei so einem großen Konzert, ne, wo so wirklich Menschen sind im mehreren zehnstelligen Bereich. Will ich aber auf jeden Fall gerne mal. Ich würde gerne mal in so einem riesigen Stadion am Start sein, wenn da so Konzerte sind. Ich glaube, in Gelsenkirchen ist ja, im Fußballstadion werden oft auch Konzerte gemacht oder in Hamburg. In so einem bei so einem Riesenkonzert wäre ich auch gerne mal dabei, ne? Aber da bei den 4000 war schon viel, ne? Dann hier so wirklich mit so 20.000 oder gibt ja auch noch so gestörte Dinger mit so 70.000 Menschen, das ist auch krank. Bei Rammstein ist das ja so, da sind auch immer 50.000, 60.000, das ist so heftig wirklich. Ja, schön. Ey, super, super cool. Wirklich. War jetzt zwar kurz, das letzte Video davon ging, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Also von der USA-Tour, der Recap, ne? Aber das hier war auch wirklich sehr, sehr cool gemacht. Auch die am Anfang mit den Animationen so richtig, richtig cool. Ja. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wart ihr bei einem Konzert, bei der Tour oder wo die in Europa waren? Wo wart ihr? Habt ihr die schon mal live gesehen oder wollt ihr sie noch live sehen? Schreibt das alles gerne mal in die Kommentare rein, ja? Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert nicht vergessen, checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.